Ganz kurz bevor die Folge anfängt, ich setze hiermit eine Triggerwarnung. Mich persönlich hat die Folge sehr stark getriggert. Also falls ihr auch unter emotionalem Missbrauch durch euer Elternhaus gelitten habt oder leidet, guckt euch die Folge vielleicht besser nicht an oder macht Pausen oder macht, was euch gut tut. Aber auf jeden Fall hier ist, ja, ab hier wird es ein bisschen schwierig. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei der Folge. Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Disney Dreamlight Valley. Wir stehen hier genau da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ich dachte gerade schon, warum hüpft mir dieses Eichhörnchen hinterher, aber das ist ja mein Begleiter. Ja, wir machen weiter mit Rapunzel, da wo wir in der letzten Folge, wie gesagt, aufgehört haben. Und zwar untersuchen wir jetzt die Sonnenuhr. Interagieren. Erreiche die Statue der Zeit mit Rapunzel. Ah, okay. Rapunzel! Lass dein Haar herunter. Ich glaube, Rapunzel ist festgefroren. Ich Hi! Freue mich Hi! so, dass du hier Lass bist. uns später reden. Auf Wiedersehen und komm bald wieder, damit wir reden können. Okay. Kommst du? Muss ich das wegmachen hier? Okay. Ah, jetzt kommt sie. Das Juwel der Zeit ist verschwunden. Untersuche die Umgebung. Da liegt was. Ich mach das hier kurz noch weg. Oh. Gothel möchte mit dem Juwel der Zeit experimentieren. Ich sagte, es sei zu mächtig, um daran herumzubasteln. Das gefiel ihr nicht. Ah, das war von den Herrschern. Okay, oder das da? Ah, nee, das da. Kehre zu Rapunzel zurück. Hey, Rapunzel! Ich habe diesen Tagebucheintrag gefunden, in dem Mutter Gothel erwähnt wird. Ich glaube, sie war hier. Sie muss noch hier sein. Ich habe gerade ihr Lachen gehört. Glaubst du, sie ist in der Nähe? Ich kann hier eine Menge Magie spüren. Ich bezweifle, dass es Mutter Gothel war. Möglicherweise eine Art Echo von ihr, so als ob sie vor langer Zeit hier gewesen wäre. Oh. Du scheinst verängstigt zu sein. Ich habe keine Angst. Ich habe so viel gelernt, seit ich Mutter das letzte Mal gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll, wenn ich sie wiedersehe. Boah, Rapunzel, ey, ich kann dich so gut verstehen. Meine Mutter hat mich zwar keiner anderen Mutter geklaut, aber es ist kompliziert bei mir in der Blutsfamilie gewesen. Sehr kompliziert. Ich meine, ich bin jetzt seit 5 Jahren da weg, aber ich wüsste bis heute nicht, was ich meiner Mutter sagen sollte, wenn ich sie jemals wiedersehen werde. Ich glaube zwar nicht daran, dass ich meine Mutter jemals wiedersehe in diesem Leben. Deshalb, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich ihr sagen wollen würde. Hier gibt's so viel. Ich glaube, allen voran wäre, du tust mir leid. Ich glaube tatsächlich, wäre eins der Sachen, die ich als allererstes zu ihr sagen würde, dass sie mir leid tut. Ich habe keinen Groll gegen meine Mutter, ich hasse meine Mutter auch nicht, aber sie tut mir verflucht nochmal einfach leid, dass sie so viel Scheiße erlebt hat, dass sie so ein verbitterter und ja, nicht grausamer, aber kalter Mensch geworden ist. Meine Mutter hat es selbst nicht leicht und wahrscheinlich hat sie in ihren Augen alles besser gemacht. Wahrscheinlich war auch alles besser als ihre Kindheit, was nicht bedeutet, dass sie eine schöne Kindheit hatte. Deswegen bin ich meiner Mutter auch nicht böse, weil ich weiß, sie hat sich bemüht. Sie wusste es halt selber nicht. Sie wusste halt selber nicht anders, damit umzugehen, etc. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, was ich ihr sagen würde, wäre, du tust mir einfach leid. Weil sie mir auch wirklich einfach leid tut. Ja. Weil sie dich angelogen hat? Ja. Du weißt, dass es okay ist, auf sie wütend zu sein, oder? Ja, natürlich ist das okay, aber bringt es einem das wirklich was auf Dauer? Ich meine, wenn du dein ganzes Leben lang auf die Person wütend bist, dann wirst du irgendwann von Hass so zerfressen. Ich meine, auf meinen Erzeuger bin ich immer noch wütend und glaubt mir, wenn er ins Gras beißt, tanze ich auf diesem Grab. Ich werde tagelang feiern, wenn er endlich weg ist, weil er mir so viel Schlimmes angetan hat und bei ihm weiß ich, er hat das nicht gemacht, weil er eine scheiß Kindheit hatte, sondern weil er einfach ein absolutes narzisstisches Arschloch ist. Von daher, ich hasse ihn und meine
Den Großteil meiner Angst wird doch erst weggehen, wenn ich erfahre, dass er ins Gras gebissen hat. Es ist okay, auf die Person wütend zu sein, aber man sollte sich nicht von der Wut beherrschen lassen, vor allem nicht vom Hass zerfressen lassen. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich weiß. Es ist nur, konzentrieren wir uns auf die Dinge, die wir vermissen, okay? Klar, aber wir sollten früher oder später darüber reden. Lass uns noch einmal zusammenfassen. Wir haben eine Tagebuchseite, auf der steht, dass Mutter Gothel das Juwel der Zeit wollte. Und es gab ein Echo ihrer Stimme und das Juwel der Zeit fehlt in seiner Statue. Du glaubst doch nicht. Die Mutter Gothel hat das Juwel der Zeit gestohlen. Wir sind in einer Sackgasse gelandet. Die Insel der Ewigkeit ist im Untergang geweiht. Das glaube ich nicht. Sackgasse würde ich auch nicht sagen. Wir haben ja Hinweise. Ich weiß nicht, ob Mutter Gothel das Juwel der Zeit gestohlen hat. Es würde ja zumindest ähnlich sehen. Ja. Wenn ich so darüber nachdenke, interessiert sie sich sehr für Magie und Zeit. Mutter hat einen Turm, im Turm eine Truhe mit besonderen Gegenständen, die sie sicher aufbewahrt. Ich muss dir versprechen, niemals hineinzuschauen. Das muss der Ort sein, an dem das Juwel der Zeit versteckt ist. Alle Hinweise passen zusammen. Aber denkst du wirklich, sie würde... Wir müssen den Turm durchsuchen, Rapunzel. Die Insel der Ewigkeit liegt in unseren Händen. Los geht's. Okay, wir treffen uns dort. Boah. Danke. Rapunzel, du tust mir echt leid. Weil ich halt einfach so mitfühlen kann. Das ist safe nicht einfach für sie. Vor allem jetzt in diesen Turm zurückzukehren, der halt jahrelang ihr Gefängnis war. Der ist mit Dornen übersät. Schau, die Turmwände sind zu moosig und brüchig, um sie hochzuklettern. Wir müssen einen anderen Weg finden, um die Insel zu retten. Lass uns von hier verschwinden, okay? Warum hast du plötzlich so viel Angst? Ich hätte es dir schon beim ersten Mal sagen sollen, als wir das Echo von Mutters Stimme hörten. Ich glaube, der Turm ist verflucht. Der Turm ist verflucht? Seit wann? Ich bin nicht sicher. Manchmal sehe ich einen Schatten von Mutter im Fenster, der auf mich herabstarrt. Sie sieht immer so enttäuscht aus. Oh, Girl, das kenne ich. Hast du in letzter Zeit mal deinen Blutdruck überprüft? LOL! Wir können das gemeinsam durchstehen. Ich werde nicht zulassen, dass dieser Fluch oder was auch immer es ist, dich verletzt, Rapunzel. Aber ich kann mich nicht davon abhalten lassen. Die Insel der Ewigkeit hängt davon ab. Vielleicht war das, was du gesehen hast, eine Kombination aus der Macht des Juwels der Zeit und deinen Gefühlen für Mutter Gothel. Ich brauche vielleicht deine Hilfe, es aufzuhalten, was auch immer es ist. Na gut. Okay, ja, wenn du mich brauchst, ich bin hier. Toll! Und wie kommen wir jetzt da hoch? Mutter hat mir einmal eine Geschichte von einem Jungen erzählt, der eine riesige Bohnenranke wachsen ließ, um einen Riesen in den Wolken zu erreichen. Aber weil er seiner Mutter nicht gehorchte, um die magische Bohnen zu kaufen, verschlang ihn der Riese. Du meinst, wir brauchen einen Riesen? So geht Hans und die Bohnenranke aber nicht. Ich werde meinen Freund Mickey bitten, dir irgendwann die richtige Vision zu erzählen. Aber ich mag die Idee mit dem Wachsen und dem Klettern. Ich habe in der Oase in den funkelnden Dünen ein paar ziemlich starke Ranken wachsen sehen. Vielleicht können wir ein paar Samen besorgen und hier Ranken wachsen lassen, um den Turm zu erklimmen. Oh, aber die Ranken werden noch lange nicht hoch genug sein. Ich habe eine Idee. Wir haben eine Sanduhr. Wenn ich in der Oase ein paar magische Samen für Ranken finde, kann ich sie hier einpflanzen und die Dinge beschleunigen. Wir werden den Turm handumdrehen, hochklettern. Buchstäblich. Okay. Wenn du dir so sicher bist, vielleicht kannst du in der Oase ein paar Samen für Ranken finden. Ich bleib hier und beobachte das Turmfenster. Nur für den Fall. Ich unterhalte mich so gern mit dir. Boah, grabe die Samen der Ranken in der Steppe nahe der Oase aus. Okay. Boah. Das muss für Rapunzel gerade richtig, richtig heftig sein. Einfach mal so ein Flashback mitten in die Fresse. Es tut mir leid, dass ich so ein bisschen vulgär bin, aber es ist einfach so. Ich krieg jetzt noch Panikattacken, wenn ich daran denke, dass ich jemals wieder... da ist die Oase. In mein Elternhaus zurückkehren muss. Weil ich habe in den letzten 5 Jahren so viel über mich und über das Leben einfach gelernt, dass es für mich einfach unmöglich ist, wieder zurückzukehren. Ich kann in dieses Leben von vorher, kann ich einfach nicht mehr zurückkehren. Das funktioniert nicht. Ich würde kaputt gehen.
Muss ich irgendwas Bestimmtes ausgraben oder einfach buddeln? Anscheinend einfach buddeln. Dann buddeln wir einfach mal. Oh mein Gott, ich bin zu dumm zum Lesen. In der Steppe nahe der Oase aus. Ja, guck mal. Wenn man ein bisschen aufpasst dann, und richtig liest, dann weiß man auch, was man sucht. Aber nein. Da. Ich lese ja lieber gar nicht und renne einfach dumm durch die Gegend. Gut. Kehre zu Rapunzels Turm zurück. Mache ich. Bin hier. Entferne die wirbelnden Sande um Rapunzels Turm. Rede mit Rapunzel. Okay. Mache ich. So. Hallo Rapunzel. Hast du das gehört, Mine? Ich habe gerade wieder Mutters Stimme gehört. Und sieh mal, diese seltsamen Felsen sind gerade aufgetaucht. Ich habe ihre Stimme auch gehört. Hab ich gar nicht, aber gut. Denk nur daran, dass sie das nicht wirklich ist. Es ist eine Art Magie. Oh ja. Oh ja. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich gerade in den ersten paar Wochen... Ich bin ja von meinem Elternhaus abgehauen quasi. Keiner wusste von meinem Auszug. Und ich bin bei meinem Freund, mit dem ich damals gerade mal 3 Monate zusammen war, also meinem jetzigen Mann, bin ich bei ihm eingezogen in sein Elternhaus. Und gerade in den ersten paar Wochen habe ich so oft die Stimme meiner Mutter gehört. Selbst wenn ich alleine zu Hause war, ich habe so oft die Stimme meiner Mutter gehört, ich habe wirklich gedacht, ich werde verrückt. Wirklich, ich hab... Pusch! Hören einfach... Es ist so schrecklich, wenn du dann da sitzt und auf einmal hörst du quasi deine Mutter schreien, obwohl du weißt, sie kann absolut nicht hier sein. Das sind 400 Kilometer, die zwischen uns liegen. Sie ist definitiv nicht hier. Ich weiß nicht, wie oft ich nachts schweißgebadet aufgewacht bin, wie starke... was für starke Albträume ich hatte, etc. Es war grausam. Okay, richtig. Ich versuche mir keine Sorgen darüber zu machen. Hast du die Samen für die Ranken gefunden? Ja, habe ich. Das ist fantastisch. Während du weg warst, habe ich für jede Ranke einen Platz freigemacht. Alles, was du tun musst, ist, die Samen einzupflanzen. Sobald ich sie eingepflanzt habe, kann meine Sand den Rest erledigen. Dann haben wir sofort Ranken. Bist du bereit, Rapunzel? Nein. Ja? Ja. Ja, das ist es, was wir tun müssen. Wir sehen uns. Mädel, du bist übelst stark. Also ohne Spaß jetzt. Betritt Rapunzel mit Hilfe der Ranken. Was muss ich jetzt machen? Betreten. Oh mein Gott, ist das schön hier! Wimmelnde Sand im Inneren, sprich mit Rapunzel. Ist das cool hier? Ich lieb's einfach, wie das aussieht. So schön bunt. Oh, ich lieb's. Was ist passiert? Ich versichere dir, es war nicht so ein Chaos, als ich gegangen bin. Es muss die Macht des Juwels der Zeit sein. Es muss hier sein. Ich kann es spüren. Ich räume etwas von diesem Chaos weg. Wir müssen so schnell wie möglich zur Truhe kommen, bevor es noch schlimmer wird. Kann ich das da auch machen? Okay. Die kann ich anscheinend nicht machen. Okay, das ist wohl die Truhe. Oh, ja. Hi, Mutter Gute. Was geht? Es ist Mutter, aber... Aus Sand? Rapunzel, lass dein Haar herunter. Nein, nein, das kann ich nicht tun. Rapunzel, hör mit dem Gebrabbel auf. Ich kann es nicht leiden, wenn du brabbelst. Rapunzel, ich glaube, du musst mit dem Ding reden. Sag ihm, dass es weggehen soll. Sag ihm, was du fühlst. Warum?
Warum ist es wichtig, wie ich mich fühle? Du musst mir versprechen, dass du nie wieder darum bittest, diesen Turm zu verlassen. Sei einfach ehrlich. Mach es für die Kapibaras. Nein, es ist okay zuzugeben, dass es weh tut. Ich kann das. Es ist zu gefährlich da draußen, Liebes. Mutter weiß mehr. Habe ich nicht recht? Mutter, du hast mich erschreckt, als du verschwunden bist. Du hast mir gesagt, das Tal sei ein schrecklicher Ort, aber das ist nicht wahr und das hat mich verletzt. Wow, es fühlt sich wirklich gut an, das zu sagen. Es funktioniert, Rapunzel. Sieh mal. Auf Wiedersehen. Rede mit Rapunzel in ihrem Turm. Diese seltsame Sandversion von Mutter ist verschwunden. Ich kann nicht glauben, dass wir das getan haben. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Dinge gesagt habe. Manchmal müssen Sachen einfach ausgesprochen werden. Ich weiß, dass ich, als ich ein halbes Jahr aus meinem Elternhaus weg war, hatte ich den plötzlichen Drang, meiner Mutter einen Brief zu schreiben. Weil ich bin ohne Erklärung weg. Ich habe ihr lediglich in WhatsApp geschrieben, dass ich nicht mehr zurückkommen werde. Danach habe ich sie blockiert. Ich habe den Kontakt komplett abgebrochen. Keiner hat von mir eine Erklärung bekommen oder so. Und nach einem halben Jahr hatte ich den plötzlichen und extrem starken Drang, meiner Mutter einen Brief zu schreiben. Ihr die ganze Sache zu erklären, meine Gefühle zu erklären etc. Ich habe meiner Mutter einen 8 Seiten langen Brief geschrieben. Warum ich weg bin, was mich so verletzt hat, wie kaputt ich war. Durch sie, durch mein Elternhaus, durch meinen Erzeuger und dass ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe zu Hause. Und dass ich weiß, was für Konsequenzen das für sie hatte, aber ich in dem Moment einfach an mich denken musste, weil es mich heute sonst nicht mehr gegeben hätte. Und ich habe ihn ihr abgeschickt. Ich habe die Adresse draufgeschrieben. Das war der erste Versuch, mit meiner Mutter wieder Kontakt aufzubauen. Ich habe auch eine Antwort bekommen. Ich habe tatsächlich auch eine Antwort bekommen. Aber diese Antwort hat mir einfach gezeigt, dass es keinen Sinn macht, mit meiner Mutter nochmal in Kontakt zu treten. Ich habe auf meinen 8 Seiten langen Brief eine Viertelseite bekommen, wo drin steht, es tut mir leid, dass es dir so schlecht geht, meine Hand tut weh, ich höre jetzt auf zu schreiben, tschüss. Okay, ich, deine Tochter, die dich beim Kampf um deinen narzisstischen Ehemann unterstützt hat, die Schläge für dich eingesteckt hat, die sich mit ihm für dich geprügelt hat, habe dir einen 8 Seiten langen Brief geschrieben, warum ich nicht mehr zurück kann. Wie kaputt ich durch das alles geworden bin. Und das Einzige, was du zu sagen hast, ist, meine Hand tut weh, tschüss. Okay. Das hat mir einfach die Augen geöffnet, dass es keinen Sinn macht, dieses Thema, beziehungsweise generell mit meiner Mutter nochmal in Kontakt zu treten. Weil sie sich nicht ändern kann. Ihre Welt würde zusammenbrechen, die sie sich da aufgebaut hat, irgendwie in ihrem Kopf. Diese Welt würde zusammenbrechen, es ist einfach so. Sie müsste sich eingestehen, dass sie Fehler gemacht hat und das kann sie nicht. Und es würde im Endeffekt dann darauf hinauslaufen, dass ich eh wieder das schwarze Schaf bin, was ich sowieso bin, bei allen. Von daher, wer weiß, ich habe jetzt so im letzten halben Jahr immer mal wieder das leichte Bedürfnis gehabt, einen Brief zu schreiben, um sie quasi auf den neuesten Stand zu bringen. Es sind ja jetzt immerhin 5 Jahre vergangen. Ich bin verheiratet mittlerweile. Aber jedes Mal, wenn ich versucht habe, diesen Brief anzufangen, war mein Kopf leer und da wusste ich, okay, es ist einfach noch nicht Zeit dafür, das jetzt weiter zu erklären, warum auch. Ja. Aber dieser 8 Seiten lange Brief, den ich meiner Mutter damals geschrieben habe. Das war, glaube ich, der Beginn meiner Heilung so ein bisschen. Dieses, okay, ich habe mir den ganzen Scheiß jetzt von der Seele geredet.
Du sollst wissen, dass ich dir nicht böse bin, aber dass du doch einen sehr, sehr großen Anteil an meinen Problemen hast. Und als dann halt ihre Antwort kam, war das für mich so ein Stück Befreiung. Weil ich es für mich rechtfertigen konnte, den Kontakt zu meiner Mutter endgültig abzubrechen und nie wieder mit ihr in Kontakt zu treten. Weil dieser Brief mir einfach gezeigt hat, es interessiert sie nicht, sie kann nicht über ihren Schatten springen, es funktioniert nicht. Und darauf kann keine gesunde Mutter-Tochter-Beziehung halt aufbauen. Deswegen, ja. Rapunzel, ich weiß, dass das alles nur ein Spiel ist, aber ich kann Rapunzel so gut nachempfinden und es ist einfach so, dass das eine ziemliche Befreiung ist, einfach mal, selbst wenn es nur ein Abbild dieser Person ist, ihr zu sagen, was einen stört. Und Rapunzel wurde ja wirklich jahrelang von Mutter Gothel manipuliert und alles Mögliche, von daher. Dass das gut tut, das kann ich absolut nachvollziehen. Du bist erstaunlich. Du bist es auch. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Und ich... Warte, schau, da ist etwas auf dem Boden im Sand. Bye, bye. Du hast Rapunzel geholfen, den Sand aus dem Turm zu vertreiben. Sammel das Juwel der Zeit ein. Verdammt, ich hätte meine Krone aufziehen sollen. Untersuche die Truhe in der Ecke von Rapunzels Turm. Die hier? Lager öffnen. Rapunzels Farben. Diese berühmten Farben sind das, wonach Rapunzel im wilden Dschungel gesucht hat. Gib Rapunzel die Farben zurück. Hier. Meine Farben? Du hast sie gefunden. Ich kann nicht glauben, dass sie die ganze Zeit hier waren. Danke, Mine. Es fühlt sich an, als hätte ich einen alten Freund wiedergefunden und eine neue Freundin dazu gewonnen. Ich würde sagen jederzeit, aber ich muss jetzt die Insel retten. Natürlich, los, los. Wir sehen uns bald wieder. Viel Glück. Oh mein Gott, sie malt einfach. Wie cool ist das denn bitte, dass sie diese Animation hat, dass sie einfach so eine Dings auspackt. Da steht die Blume. Diese Bilder, die hatte ich vor kurzem bei mir bei Dagobert und die sind so schön. Ich lieb's einfach. Ich lieb diese Animation übelst. Es ist so schön. Oh, ich könnte heulen. Nein, hier gibt's keine Raufbolde, alles gut. Mit beiden Beinen auf dem Boden sieht der Turm so hoch aus. Auch wenn ich oben war, fühle ich mich wie eine Maus. Und hier ist auch noch ein Zettelchen. Den holen wir uns auch noch ab. Es ist so cool. Oh, sieh mal, das Traumschloss, wie schön. Ich mache mir Sorgen um Rapunzel. Gothel benimmt sich wie eine gute Mutter, aber sie ist so kontrollierend. Ich finde, Rapunzel braucht Freiheit, um sich selbst zu finden. Wenigstens ein bisschen Zeit außerhalb des Turms. Oha. War das jetzt echt? Ich kann es kaum glauben. Haben wir Rapunzel jetzt? Ja, wir haben jetzt Rapunzel. Ach, guck mal, sie will eine Kartoffelsuppe mit Lauch. Süß. Aufgaben, hier. Nächste Aufgabe gesperrt, okay. Der Schwarm des wilden Dschungels. Sehe nach Gaston. Ja, ich würde aber tatsächlich sagen, Rapunzel ist abgehauen. Ah ne, da unten hin steht sie. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen jetzt aber kurz mit Rapunzel weiter, da ich sie auf Level 2 bringen will, damit ich dann später mit ihr, hier, wie heißt das? Ich will meine Kürbisse im Dorf abernten, um sie auf Level 10 zu bringen. Deswegen machen wir mit Rapunzel gerade weiter. Warum trägst du eigentlich keine Schuhe? Als ich im Turm lebte, habe ich sie wohl nie gebraucht. Also habe ich mich daran gewöhnt. Gehst du auch gern barfuß? Total gerne. Barfuß laufen ist so gut für die Füße und auch für den Rücken. Ich laufe im Sommer sehr, sehr, sehr gerne barfuß. Also zu Hause laufe ich die ganze Zeit halt barfuß. Aber auch im Sommer laufe ich unglaublich gerne barfuß, weil das einfach so gut an den Füßen tut. Und
Da gibt es eine super süße kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar, ich bin von meinem, boah, vierten? Ich glaube, vierter Neffe, von meinem vierten Neffen bin ich die Patentante. Und da ich ja im Sommer halt sehr viel barfuß gelaufen bin und die bei uns im Dorf gewohnt habe, habe ich die natürlich auch barfuß abgeholt und barfuß wieder heimgebracht. Und er hat sich das bei mir abgeguckt und wollte dann auch unbedingt barfuß laufen. Und dachte mir, gut, okay, dann lass ihn halt barfuß laufen. Ich meine, es ist ja warm draußen, es ist jetzt, wir laufen ja jetzt nicht über irgendwas Gefährliches oder so. Und ich bin dann mit meiner Schwägerin und meinem Neffen bin ich halt dann durchs Dorf gelaufen. Ich habe die nach Hause gebracht und hatte so meinen Neffen an der Hand. Ich bin barfuß gelaufen, mein Neffe auch. Und irgendwann merke ich, er hüpft so komisch. Habe ich gesagt, was ist denn los mit dir? Ja, der Boden ist heiß. Sag ich, dann zieh doch deine Schuhe an. Ja, aber ich will auch barfuß laufen. Dann habe ich mich zu ihm runtergekriegt. Sag, hier, guck mal. Meine Füße an. Ich habe doch Hornhaut da unten. Ich merke die Hitze vom Boden nicht mehr, weil ich so viel barfuß laufe. Aber du hast noch ganz, ganz weiche Füßchen. Das ist okay, wenn du Schuhe anziehst, wenn wir hier auf dem heißen Boden laufen. Ja, okay, dann ziehe ich meine Sandalen an. Aber nur, bis wir zu Hause sind. Ja, okay, nur bis wir zu Hause sind. Dann darfst du die Schuhe wieder ausziehen. Und kaum waren wir bei denen auf dem Hof, hat er die Schuhe auch wieder ausgezogen. Ach, das war so süß. Manchmal im Sand oder im Gras. Ja, ich lieb's, die Erde unter meinen Füßen zu spüren. Darauf habe ich lange Zeit gewartet. Was hältst du von Pfützen? Pfützen? Du weißt schon, in Pfützen springen und planschen. In Pfützen planschen? Was für eine großartige Idee! Oh, ich mag sie so. Sie ist so süß. Ich will keinen einzigen Moment von allem verpassen. Ja, kann ich verstehen. Wenn man nichts davon quasi kennt, ist das, will man alles aufsaugen. Alles. Ich glaube, das ist meine neue Lieblingssache. Okay, was gibt's denn hier so Schönes? Oh, jetzt gibt's die schöne Blume, dann gibt's Motiv, Geld, dieser wundervolle Teppich. Das ist die Zeichnung aus dem Film. Ein Motiv von Pascal. Ich hoffe, Pascal kriegen wir irgendwann als Haustier. Geld, den Kamin mit der Zeichnung. Oh, die Bratpfanne auch als Motiv. Schön. Und diese Klamotten, das Kleid und dieses Dings da. Das Kleid finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, aber gut. Du gehst mit zur Gartenarbeit, meine Liebe. Ich hoffe, du Super. kannst mir helfen. Ja, mit dir mache ich auch weiter. Nur irgendwie willst du nicht so mit mir reden, habe ich das Gefühl. Jetzt. Kann ich dich etwas fragen, Mina? Es geht um den Turm. Spukt es schon wieder im Sand? Oh nein, so ist das nicht. Es ist nur, als wir dort das Juwel der Zeit fanden, war es das erste Mal seit Monaten, dass ich den Turm besucht habe. Und ich glaube, dass ich ihn irgendwie vermisse. Nicht, dass ich es vermisse, dort festzusitzen. Ich vermisse nur, dass ich dort sein kann. Weißt du, die Sache ist die Zeitmagie hat ein ziemliches Durcheinander verursacht. Ich hatte gehofft, du könntest mir beim Reparieren helfen. Du meinst, ich soll dir beim Reparieren helfen? Du wirkst nervös. Geht es dir gut? Oh, mir geht's gut. Ich schätze, ich habe nur darauf gewartet, dass du mich unterbrichst oder Nein sagst. Mutter macht das oft. Du musst nie nervös sein, wenn du mich um Hilfe bittest, okay? Ah, das muss sie auch erst lernen, glaub mir. Vielen Dank, ich werde es mir merken. Schauen wir uns an, was zu tun ist. Okay, ja, folge mir. Folge Rapunzel zu ihrem Turm. Ich war im Turm. Aber gut. Sprich mit Rapunzel. Nun, hier sind wir. Stimmt etwas nicht? Nein, nein, es ist nur, manchmal fühlt sich der Turm wie mein erster Freund hier an und manchmal fühlt er sich wie die Vergangenheit an. Ja. Mein Elternhaus. Es ist auf der einen Seite das, was ich immer ein Zuhause genannt habe, auf der anderen Seite ist es das Gefängnis. Die Vergangenheit kann dich nicht verletzen. Das stimmt nicht so ganz. Ich meine, theoretisch kann sie dir nichts mehr tun, aber die Vergangenheit verfolgt einen oft. Das sind ganz schön komplexe Gefühle. Ich schätze, das sind sie. Aber was ich wirklich will, ist, dass dieser Ort so aussieht, wie ich ihn in Erinnerung habe. Ich dachte, wir können mit einer Leiter anfangen.
Wie wär's mit einer Tür? Dann kannst du kommen und gehen, ohne zu klettern. Und Freunde können dich ganz einfach besuchen. Es sieht sogar aus, als wäre hier eine alte versteckt. Wir müssen sie nur noch in Ordnung bringen. Wirklich? Oh, ich wollte schon immer eine eigene Tür haben. Tut mir jetzt leid, aber irgendwie muss ich dabei heulen, weil mich das halt so an mich selbst erinnert am Anfang. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber als ich kurz nachdem ich eingezogen bin bei meinem Mann und bei seinen Eltern, wurde ich ziemlich krank. Ich habe mir ein Virus eingefangen und ich hatte Fieber und alles und ich lag im Bett und meine Schwiegermutter hat mir einfach einen Tee gemacht und oben hingestellt und Medikamente daneben gelegt, also gegen Husten und sowas. Und das hat mich so gerührt, dass ich geheult habe, weil mir das halt sonst, das hat sonst nie jemand für mich gemacht. Und diese Frau, die mich ja zu dem Zeitpunkt nur ein einziges Mal gesehen habe, als ich bei denen eingezogen bin, hat sich einfach halt um mich gekümmert und das hat mich so berührt und diese Sachen, das Sachen für sich selber auch zu haben und so, das ist eine Sache, die viele heute gar nicht schätzen, weil sie es schon immer kannten. Und wenn du es halt nicht immer hattest, dann lernt man erst, diese Sachen halt richtig zu schätzen. Das kann dann einfach so was Banales wie eine Tür sein, ja, ist so. Aber das macht dich dann einfach glücklich. Ich kann mich darum kümmern. Ich werde eine Tür haben mit einem Knauf und Scharnieren und ich kann sie öffnen, wann immer ich will. Ich muss nur ein paar Materialien sammeln, um sie zu reparieren. Ich würde sagen Zink, Zinn und etwas Erde. Das sollte man auf der Insel leicht finden. Könntest du alles zu mir bringen, wenn du alle Materialien gefunden hast? Ich würde gerne lernen, wie man eine Tür repariert. Ich habe schon ein paar kleine Chamäleonhäuser gebaut, aber noch nie eine Tür in Menschengröße. Du hast es geschafft. Wir können es gemeinsam reparieren. Danke, Mine. Juhu, ich werde meine eigene Tür haben. Sammel Materialien, um Rapunzels Turm zu reparieren. Zink, Zinn und Erde. Ja, ich gehe aber gerade ans Haus und hole den Kram da raus. Dann ich habe keine Lust, das jetzt alles so richtig zu sammeln. Okay, also die Quests mit Rapunzel gehen mir dann doch näher als gedacht. Also ich habe nicht gedacht, dass ich so emotional darauf reagiere. Das ist auf jeden Fall schon eine Sache, die mir wirklich ganz, ganz nahe geht. Ich habe alles und bringe den Kram jetzt zu Rapunzel. Okay, bitte schön, Rapunzel, hier hast du alles. Ich weiß nicht, warum wir Erde brauchen, aber gut. Juhu, du hast alles gefunden, was wir brauchen. Lass uns zurück zum Turm gehen und die Tür reparieren. Es ist tatsächlich soweit. Ich kann es kaum erwarten. Dann lass uns diese Tür reparieren. Alles, was ich brauche, ist ein Wink mit meiner Sanduhr und ein paar unserer Vorräte. Sie ist perfekt. Es ist die perfekteste Tür, die ich je gesehen habe. Danke, Mine. Gern geschehen. Ich kann es kaum erwarten, sie zu benutzen. Das wird die beliebteste Tür in der Geschichte der Türen sein. Oh. Ach, Rapunzel. Ohne Witz. Ich meine, ich liebe Disney ja sowieso schon über alles. Aber hier haben Disney und Gameloft wirklich wunderbare Arbeit geleistet. Sie haben genau eingefangen, wie man sich halt einfach fühlt bei sowas. Womit kann ich dir als nächstes helfen? Du willst mir noch mehr helfen? Freunde helfen Freunden. Das habe ich gelernt. Ich bin so froh, dass wir uns im Dschungel gefunden haben, Freundin. Und naja, ich hatte da etwas im Sinn. Wenn Mutter wütend auf mich war, hat sie mir etwas weggenommen. Ich würde gerne meine Schätze wiederfinden. Oh mein Gott. Meine Mutter war auch so eine, die, wenn sie wütend war, dann war sie wirklich wütend. Also dann hast du wirklich Angst vor ihr gehabt, panische Angst. Und das ging dann, also meine Mutter war zwar eher eigentlich jemand, der eher die körperliche Bestrafung gewählt hat und die emotionale Bestrafung, also ich werde die Sätze jetzt nicht sagen, weil das jemanden triggern könnte, aber sie wurde dann schon körperlich. Und ich kann mich an eine Situation sehr, sehr genau erinnern. Ich habe ADHS und Autismus. Das heißt, ich war zwar kein schwieriges Kind, aber ich war ein Kind, das schwierig zu verstehen war.
Und ich hatte mein Zimmer aufgeräumt. Das war das erste Mal, dass ich ein Zimmer für mich alleine hatte. Und ich war richtig stolz darauf, wie gut ich das aufgeräumt habe. Meine Mutter kam rein, war auf irgendwas sauer und hat gemeint, das sieht alles scheiße aus, es ist die reinste Müllhalde. Hat mein Regal mit meinen Büchern umgeschmissen, damit dass die Bücher alle rausgeflogen sind, hat meine Schubladen aus dem Schreibtisch und aus dem Schrank rausgerissen, hat das alles ausgekippt, meinen Kleiderschrank aufgemacht, die komplette Wäsche rausgeschmissen. Dann hat sie, ich hatte da eine Wasserflasche stehen zum Trinken, hat sie die Wasserflasche noch genommen, die durch das ganze Zimmer gespritzt. Und er hat gesagt, du hast eine Stunde Zeit, das ganze Chaos wieder aufzuräumen, sonst setzt es was. Ich habe es natürlich nicht geschafft, das Chaos in einer Stunde wieder aufzuräumen. Und ich habe es dann tatsächlich auch eine mit der Bambusstange bekommen. Tut übrigens sau weh. Aber ich weiß noch, wie unglaublich enttäuscht ich darüber war. Ich hatte mein Zimmer so gut aufgeräumt und Ordnung halten war für mich damals wirklich schwierig. Und dann kommt meine Mutter und macht innerhalb von 2 Minuten alles zunichte. Weil ihr das nicht gepasst hat, wie ich das aufgeräumt hatte. Und ich habe damals sehr, sehr gern gelesen, weil mich das einfach abgelenkt hat und mich aus einer, ja, aus meiner beschissenen Welt in eine andere Welt geschickt hat, quasi. Und du konntest mir das Handy wegnehmen, du konntest mir Fernsehverbot geben, du konntest sagen, ich darf einen Monat nicht an den PC, das war mir alles scheißegal. Solange ich meine Bücher hatte. Und mein Erzeuger hat das irgendwann rausgefunden, dass er mir am meisten damit wehtut, wenn er mir meine Bücher abnimmt. Das war schrecklich. Das war für mich schrecklich, weil meine Bücher waren mein Mittel, um da rauszukommen aus dieser Welt. Also, ich habe alles stumm über mich ergehen lassen. Aber wenn er an meine Bücher gegangen ist, dann wurde ich zum Biest. Dann wurde ich wirklich zum Biest. Also an die Bücher durfte er mir nicht gehen. Keiner durfte mir an die Bücher gehen. Ich meine, es hat im Endeffekt sowieso nichts gebracht, weil ich hatte Freundinnen und die waren auch alle Leseratten. Dann habe ich halt einfach von denen die Bücher gelesen. Und in der Schule hatten wir immerhin auch eine Bibliothek. Ich war mit der Bibliothekarin per Du. Dann habe ich mir da halt einfach Bücher geholt. Aber ja. Er hat mir dann tatsächlich die Bücher abgenommen, weil er gemerkt hat, alles andere bringt bei mir nichts, beziehungsweise alles andere tut mir nicht weh. Das ging sogar so weit, dass ich irgendwann meine Lieblingsbücher geholt habe, habe die in 3 Müllbeutel reingetan, bin dann rausgegangen in den Wald an meine Lieblingsecke und habe die da verbuddelt. Damit ich, wenn ich zu Hause die Bücher abgeholt bekomme, dass ich meine Lieblingsbücher immer noch im Wald lesen kann. Dahinter ist er nie gekommen, dahinter ist keiner gekommen. Das habe ich auch niemandem erzählt. Ihr seid die Ersten und die Einzigen, die das hören. Hallo YouTube. Okay. Sie sagte, sie hätte sie auf der Insel verloren. Ja. Aber weil die Zeit so durcheinander ist, weiß ich nicht, wo oder wann sie jetzt sein könnten. Ich wette, ich kann sie mit meiner Sanduhr finden. Wonach soll ich suchen? Meine Bratpfanne. Sie ist aus Gusseisen. Ich glaube, sie hat sie mit zur Oase genommen. Sie sagte, Selbstverteidigung mit ihr zu üben, sei nicht damenhaft. Meine Wanduhr könnte bei den Docks sein. Sie sagte, ich müsse mir keine Sorgen über das Verstreichen der Zeit machen. Meine tragbare Laterne ist wahrscheinlich im Grasland. Ich war zu lange auf, um zu lesen und bin auf dumme Gedanken über Abenteuer gekommen. Und mein lila Kissen sollte an der Promenade sein. Ich glaube, sie wollte es nur für sich selbst. Mach dir keine Sorgen, Rapunzel. Ich werde die Insel der Ewigkeit nach deinen fehlenden Schätzen durchsuchen. Danke. Und während du das tust, werde ich den Turm fegen. Wer hätte gedacht, dass es so schwer ist, Sand loszuwerden? Da kann ich dir nur den Nass- und Trockensauger von einer bestimmten Marke aus einem bestimmten Laden empfehlen. Der ist wunderbar. Benutze die Sanduhr, um den folgenden Ort nach Rapunzels Schätzen zu suchen: Wanduhr in der Nähe der Docks, gusseiserne Pfanne in der Oase, tragbare Laterne im Grasland und lila Kissen bei der Promenade. Bin ich denn? Im Hain. Wo bin ich jetzt? Im Grasland. Okay, hier ist auf jeden Fall was. Dann melde ich mich, wenn ich den Kram gefunden habe. Ich habe die Laterne gefunden. Und das Kissen habe ich gefunden. Lustigerweise ist das hier mein Dream Snaps. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Hier. Für das hier. In voller Blüte. Das ist mein Dream Snaps. Wunderschön, oder?
Finde ich voll toll. Ich finde es toll. Bin mal gespannt, wie viel ich dafür bekomme. Die Wanduhr habe ich auch gefunden. Jetzt fehlt nur noch die Pfanne. Darf ich mal gerade erwähnen, wie wunderschön dieses Kleid flattert, wenn ich slide. Und die Pfanne habe ich auch gefunden. Schön. Sprich mit Rapunzel. Rapunzel, 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 die ist da. Ah, da läuft sie rum. Meine Schätze, du hast sie gefunden. Könntest du sie zurück in den Turm an ihren Platz bringen? Es ist Zeit für mich, die Kapibaras zu füttern und ich will nicht zu spät kommen. Hier ist ein Bild, das ich vom Turm gemalt habe. Es zeigt dir, wo alles hingehört. Okay, machen wir. Untersuche Rapunzels Gemälde in deinem Inventar. Ja, mache ich gleich. Ich will erstmal zum Turm. Oh, der Turm sieht jetzt so schön aus. Rapunzel-Gemälde vom Turm. Eine Zeichen, die Rapunzel von ihrem Turm gemalt hat und auf der einige ihrer Lieblingsgegenstände zu sehen sind. Das Kissen kommt in den Stuhl. Die Uhr auf den Tisch. Die Lampe hier ans Bett. Was war das noch? Die Bratpfanne. Die Bratpfanne kommt direkt neben die Tür. Okay. Bringe Rapunzel Schätze wieder in ihren Platz zurück. Okay. So, die Pfanne kommt hier hin. Die Lampe kommt hier hin. Das Kissen kommt hier hin. Und die Uhr kommt hier hin. So. Bitteschön, meine Liebe. Der Turm fühlt sich jetzt wirklich wie mein Zuhause an, Mine. Das Zuhause, das ich für mich gewählt habe. Willkommen zu Hause, Rapunzel. Danke für alles. Oh, das ist so ein gutes Gefühl. Das möchte ich mit allen teilen. Hilfst du mir, etwas Nettes für die Kapibaras zu machen? Bauen wir ihnen kleine Häuser? Das ist genau das, an was ich gedacht habe. Die Kapibaras sind meine Freunde. Und jetzt, nachdem ich ein Zuhause habe, möchte ich, dass auch sie eins haben. Sie werden meine Nachbarn. Kapibaras! Die süßesten Nachbarn aller Zeiten. Genau, ich könnte sie jeden Tag sehen. Ich habe bereits einen Plan für ihr Haus entworfen und angefangen, einige der Materialien zu sammeln, die wir brauchen. Hier sind einige grünglasige Blumen. Glasartige, Entschuldigung. Grüne, glasartige Blumen, so. Könntest du auch Bambus, mehr Tropenholz und Spinell sammeln? Wenn du das Haus bauen und es dann in den Dschungel stellen könntest, kann ich mit dem Putzen fertig werden. Ich habe noch mehr Sand im Turm gefunden. Stelle tropisches Zuhause, das Begleiters her. Oh ja, das ist voll schön, das habe ich gesehen, das kenne ich. Funktionierende Gegenstände? Achso, da. Herstellen. Platziere den Gegenstand tropisches Zuhause, das Begleiters irgendwo im Dschungel. Mache ich. Ich stelle das aber neben Rapunzels Haus. Ja, in einer Stunde kommt schon das Update mit Daisy und Oswald von mir aus gesehen. Ich meine, ich habe keinen Plan, wann diese Folge hier kommt. Aber das Update wird schon längst draußen sein. Wenn die Folge hier kommt. Aber ja. Die Kapibaras sehen so glücklich aus mit ihrem neuen Haus. Vielen Dank für all deine Hilfe, Mine, von den Kapibaras und von mir. Du hast uns wirklich geholfen, unsere Häuser zu einem Zuhause zu machen. Schön. So. Lass uns abhängen. Ich werde mit einer Rapunzel nämlich jetzt noch einiges, ja. Ich werde meine ganzen Kürbisse im Valley abernten und die ein bisschen aufleveln. Und in der nächsten Folge machen wir dann mit Gaston weiter, weil ich mit ihm jetzt erstmal weiter questen möchte. Und mein Plan war ja von Anfang an, erst Gaston und dann Rapunzel zu machen. Jetzt war es halt so, dass wir erst Rapunzel gemacht haben, aber ist jetzt egal. Die weiteren Quests mache ich mit Rapunzel dann nach Gaston. Außer... Es kommt jetzt irgendwie noch von wegen, ja, du musst die Quest mit Rapunzel noch machen. Oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt in der nächsten Folge mit Gaston weitermachen. Das werde ich ja wahrscheinlich erst aufnehmen, wenn das Update dann draußen ist. Und werde jetzt erstmal, ja, mit Rapunzel ein paar Kürbisse pflücken gehen, bis die Gute aufgelevelt ist. Dann... War es das von mir? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!